Hörspiel Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Jakob Engelmann wählte sicher mit Bezug auf seinen Namen das Bildthema Jakobs Traum von der Himmelsleiter für sein Epitaph. Mit Unterstützung der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Zittau haben Kinder und Jugendliche dazu das folgende Hörspiel erstellt. Jakob hatte seinen Bruder Esau betrogen. Deshalb trachtete Esau nun um Jakobs Leben und drohte: Sobald mein Vater gestorben ist, werde ich mich an Jakob rächen. Er muss sterben. Seine Mutter Rebekka hörte das und rannte zu Jakob und sagte: Du musst fliehen, dein Bruder Esau will dich töten, warnte sie ihren Sohn. Und schon tags drauf, am frühen Morgen, machte sich Jakob auf den Weg. Er durchquerte Flüsse und Schluchten und floh über die Berge. Er wanderte ohne Pause, bis die Nacht hereinbrach. Die Nacht war pechschwarz. Nur hin und wieder hörte man Vögel singen und Grillen zirpen. Aber wo sollte er nun schlafen? Weit und breit war kein Haus und kein Zelt. Die Nacht ist warm, ich leg mich auf die Erde und nehme einen Stein als Kissen, sagte Jakob und schlief sofort ein. Jakob schlief tief und fest. Und sogleich hatte er einen seltsamen Traum. Er sah eine Treppe, welche bis zum Himmel reichte, eine Treppe, welche einer Himmelsleiter glich, strahlend hell und mächtig. Engel gingen auf ihr auf und ab. Und von oben sah Gott auf sie und Jakob und sprach im Traum zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks. Ich will auch dein Gott sein. Ich bin bei dir. Ich behüte dich auf dem Weg. Ich bringe dich auch wieder zurück. Sieh her, dieses Land, auf dem du jetzt liegst, will ich dir geben. Deine Kinder werden einmal hier wohnen. Und sogleich verschwand die Himmelsleiter. Jakob erwachte, sprang auf und rief erfreut: Wahrhaftig, dies ist ein besonderer Ort. Bethel will ich ihn nennen, welches heißt Haus Gottes, denn hier wohnt Gott. Jakob wollte gern ein Dankopfer bringen, aber es gab weder Altar noch Opfertier. Er hatte nur einen kleinen Krug Öl bei sich. Diesen goss er über den Stein, auf dem er gelegen hatte. Und Jakob versprach: So soll es sein, wie Gott mir gesagt hat, wird mich Gott behüten und wird wieder heimbringen. Dann will ich ihm hier ein Dankopfer bringen und Gott gehören, solange ich lebe.